Die Sportfreunde Neuwerk haben heute ihr Spiel in der Kreisliga A 5:1 gewonnen gegen den SCH und das hat stellenweise schon sehr souverän ausgesehen. Das wird mir sicherlich Trainer Michael Haag von den Neuwerkern auch bestätigen können, der sicherlich sehr zufrieden ist auch mit der Leistung heute. Ja, auf jeden Fall. Die ersten 45 Minuten, 5 Torchancen, 3 genutzt. Überlegenes Spiel, klares Spiel, den Gegner keine Chance zugelassen. Zweite Halbzeit, die ersten 15 bis 20 Minuten, ungeordnet, unkonzentriert. Gegner hat die eine Chance genutzt und in dem Moment, wo dann das 4-1 fiel, war das Spiel gelaufen. Ich denke auch, aber vor allem, wenn man auch sieht, was ich jetzt von außen mehrfach gedacht habe, ist, dass das Ganze auch so defensiv unglaublich organisiert aussieht. Ja. Also die Jungs sollen sozusagen den Ball behaupten und solange wir den Ball haben, die Mannschaft, kann uns kein Gegner was zuleide tun. Ja, das heißt, von hinten rum eröffnen, abwarten, bis halt der entscheidende Pass kommt, wenn die Lücke offen ist und dann halt auch über die Außen zuschlagen und die Chancen verwerten. Mhm. Das konnte man an den ersten 3 Toren überragend sehen. Definitiv. Jetzt sieht das Ganze ja so ein bisschen so aus, so in der Winterpause war es noch ein Vierkampf, jetzt deutet sich so allmählich an, dass da so das Ganze sich etwas verdichtet. Ein bisschen Kleinbrücher vielleicht der erste sind, der so ein bisschen zurückfällt. Jetzt gibt es in 14 Tagen hier auf jeden Fall ein Spiel gegen die Wegrater, wo viele im Moment sagen, ja das wird vielleicht, wenn es am Ende nur noch ein Zweikampf ist, könnte es auf das Duell Wegrat gegen Neuwerk hinauslaufen. Wie entscheidend wird das Spiel dann in der Phase schon sein? Weil danach ist natürlich noch eine ganze Menge, ne? Ja gut, das kann einen kleinen vorentscheidenden Charakter haben, aber man sollte die Gießenkirchner und Concordia Viersen nicht unterschätzen. Gerade Concordia Viersen, die sich punktuell sehr gut verstärkt haben, ein sehr gutes Spiel, das was ich schon gesehen habe, machen, ja, mit dem Sportfreund Zache. Und das könnte einen kleinen vorentscheidenden Charakter, aber dann sind ja auch noch jede Menge Spiele zu machen. Also von einer gewissen Vorentscheidung zu reden, das ist zu zeitig. Die waren auch zum Teil heute hier, die Wegrater, ne? Die Wegrater haben sich das angeschaut und ich habe mich auch mit ein, zwei Leuten da unterhalten. Also die freuen sich auch drauf, in 14 Tagen dieses Spitzenspiel zu bestreiten. Ja. Und ich denke mal, da wird die ganze Liga hingucken und dann wissen wollen, wer dann da so ein bisschen den ersten Vorteil vorentscheiden, wird man dann abwarten müssen. Das kann man erst später sagen. Das muss man dann schauen. Wie gesagt, jedes Spiel muss erst gespielt werden und man hat es ja letzte Saison gesehen, da hat man Werk dann mit mehreren Punkten geführt. Und was am Ende dabei rumgekommen ist, hat dann jeder gesehen. Wäre mit Sicherheit ja nicht ihr Schaden, wenn es diesmal andersrum laufen würde. Ach ja, die Mannschaft, sage ich mal, die Arbeit drauf hin, ja. Und wenn es dann halt so sein soll, dann nehmen wir die Sache gerne an. Es ist auf jeden Fall auch gut zu sehen, das ist ja vom Alter her jetzt wirklich eine sehr gute Mischung aus vielen jungen Spielern, die da schon integriert worden sind, mit den, sagen wir mal so, den Pfeilern, die da drumherum sind, die Spieler dann führen. Das kann, ist im Prinzip das ja eigentlich, was jeder Trainer, wenn es denn funktioniert, mit den jungen Spielern schon so gerne hat, ne? Da stimmt ja auch die Chemie in der Mannschaft zwischen Jung und Alt. Die Alten führen die Jungen. Und der Alte, wenn er halt mal einen Schritt weniger läuft, dann sind halt die Jungen da. Und das ist halt die Philosophie, wo wir sagen, wir wollen punktuell nach und nach immer mehr auf die Jugend setzen und uns immer weiterentwickeln. Okay, und dafür und für das, was vielleicht diese Saison da schon draus werden kann, wünschen wir auf jeden Fall erstmal alles Gute. Dankeschön. Bis dann.